aus Düsseldorf. Am 3. Juni 2020. Die Wahlarena für Monheim. Ihr Moderator heute, Helmut Remsen. Hallo, guten Abend, ganz herzlich willkommen von wo auch immer Sie uns zugeschaltet sind mit diesem Livestream. Willkommen zur zweiten IHK-Wahlkampfarena. Gestern hatten wir schon eine mit den Oberbürgermeisterkandidatinnen und Kandidaten aus Düsseldorf. Heute sind wir angetreten, um Ihnen Ihre Bürgermeisterkandidaten für Monheim vorzustellen. Natürlich nachzuhören, was die im Falle Ihrer Wahl auch wirtschaftlich vorhaben, wirtschaftspolitisch vorhaben. Wir wollen die Standpunkte abklopfen und vielleicht auch herausfinden, wo sich die einzelnen Programme unterscheiden. Mein Name ist Helmut Remsen. Im richtigen Leben arbeite ich als Moderator für den WDR, präsentiere da unter anderem die Wirtschaftssendung Profit. Aber was ist schon das richtige Leben in Corona-Zeiten? Und mit Profit ist es auch nicht so weit her, aber wem erzähle ich das? Das ist auch der Grund dafür, dass wir heute nicht, wie wir es gerne vorgehabt hätten, aus Monheim vor Publikum live vor Ort sind. Das ist, glaube ich, so eine Art Wanderzirkus im Moment aus gesundheitlichen Gründen eher schwierig und zu riskant. Deshalb senden wir diese Wahlkampfarena aus Düsseldorf. Aber die gute Nachricht ist, Sie können sich jederzeit auch aus der Distanz in unsere Diskussion einschalten. Und da gibt es zwei Wege. Sie können einmal uns eine Mail schicken, die landet hier bei mir auf dem Tablet und ich gebe sie dann immer an bestimmten Punkten während unserer Sendung an die Kandidaten weiter. Die E-Mail-Adresse wäre kommunalwahl@düsseldorf.ihk.de. Die andere Möglichkeit ist, Sie wählen eine WhatsApp-Nummer und schreiben uns, das ist 0174 5728 637. Keine Angst, die Nummer ist ein bisschen sperrig, aber wir werden die gegebenenfalls häufiger mal einblenden. Ich gebe dann die Fragen, wie gesagt, gern an die Kandidaten weiter. An diese Art von Online-Kommunikation haben wir uns, glaube ich, inzwischen längst gewöhnt. Und die IHK, die ist wirklich ganz weit vorn mit diesen Wahlkampfarenen und mit diesem Livestream, denn Wahlkampf, so wie wir ihn sonst immer kennen, auf der Straße, in vollen Sälen, das funktioniert im Moment eben aus den genannten Gründen nicht. Wir machen heute für Monheim etwa 15 Wochen vor der Kommunalwahl am 13. September, also wirklich einen Auftakt auch für den Wahlkampf in Monheim. Und diese wunderbare Düsseldorfer Arena ist, glaube ich, eine sehr, sehr passende Kulisse für eine Wahlkampfarena. Die Idee und Initiative, diese Wahlkampfarenen im Bereich der Region Düsseldorf, also für die Stadt Düsseldorf und für den Kreis Mettmann durchzuführen, die kam, na klar, von der IHK und das ist immerhin ja eine Organisation, die rund 85.000 Unternehmen in dieser Region vertritt, also das hat schon einiges Gewicht und deshalb freue ich mich ganz besonders, dass Gregor Berghausen, der Hauptgeschäftsführer der IHK in Düsseldorf, heute bei uns ist. Herr Berghausen, warum wollen Sie sich denn mit diesen Wahlkampfarenen, mit diesem speziellen Format als Livestream in die Wahlkämpfe einschalten? Ja, vielen Dank, dass wir das so machen können und dass wir an dieser Stelle ganz klar einen Sprung machen wollen. Und zwar ganz deutlich glauben wir, dass zwar viel über Wirtschaft geredet wird, gerade jetzt aktuell, dass aber gerade auf der kommunalen Ebene häufig Wirtschaft, Unternehmen und Politik gar nicht so eng miteinander verknüpft sind. Das hat unterschiedliche Gründe. Und wir glauben, dass es notwendig ist, den Unternehmern Stimme zu geben, den Unternehmen die Möglichkeit zu geben, sich zu artikulieren, was ihre lokalen und kommunalen Angelegenheiten angeht. Und das haben wir gemacht. Und indem wir letztlich Unternehmerinnen und Unternehmer befragt haben, was wollt ihr eigentlich bei euch vor Ort? Und daraus sind Positionspapiere entstanden, die wir dann heute auch oder die wir im Vorfeld der Veranstaltung den Kandidatinnen und Kandidaten zur Verfügung gestellt haben und gerne jetzt wissen wollen, was soll denn passieren, wenn sie gewählt werden? Das ist dann der Auftakt für eine weitere engere Kommunikation, hoffentlich zwischen Wirtschaft und Politik. Nun ist Corona wirklich eine Megakrise. Wie hat das die Situation der Unternehmen auf der einen Seite, aber vielleicht auch im Kommunalwahlkampf verändert?
Naja, also die Rahmenbedingungen haben Sie schon gesagt, es wird ganz schwierig werden, auch wirklich Kommunalwahlkampf zu machen. Für die Unternehmen ist es halt natürlich die größte Krise, die wir im Prinzip seit dem Zweiten Weltkrieg, manche sagen schon seit der großen Depression in den 1930er Jahren gesehen haben. Und insofern hat das alle Unternehmen betroffen. Es gibt kein Unternehmen, was nicht davon betroffen ist. Es sei denn durch die Einschränkungen in den Öffnungszeiten, in der Möglichkeit, überhaupt wirtschaftlich tätig zu sein, oder jetzt konkret, wie wir es aktuell ja sehr stark sehen, in der Liquidität. Und das sind Herausforderungen, die wird die nächsten Jahre uns bestimmen. Und sie wird auf kommunaler Ebene eine wesentliche Rolle spielen, weil natürlich viele Kommunen ganz unmittelbar abhängig sind von den Gewerbesteuereinnahmen. Und damit natürlich letztlich, wenn es den Unternehmen schlecht geht, geht es den Kommunen auch schlechter. Gibt es schon irgendwelche Lehren, die Sie eigentlich aus dieser Corona-Krise ziehen können zum jetzigen Zeitpunkt? Damit sollte man vorsichtig sein, aber eine sehen wir natürlich ganz unmittelbar. Das Thema Digitalisierung hat wahnsinnig an Schwung gewonnen. Wir sehen, dass das, was wir vorher als so Arabesken-Thema gesehen haben, Homeoffice, modernes Arbeiten, New Work, das ging auf einmal innerhalb von 14 Tagen. Also ganz erstaunlich. Das heißt, es hat einen ziemlichen Innovationsimpuls in allen Strukturen gegeben und der wird auch dauerhaft bleiben. Hat nach Ihrem Eindruck das Krisenmanagement der Politik den Unternehmen geholfen, die Brücke in eine wie auch immer geartete neue Normalität einigermaßen zu bewältigen? Na, wir kennen das Ende nicht. Nicht? Insofern müssen wir vorsichtig sein, da jetzt schon Schlüsse zu ziehen. Man muss ganz klar sagen, das, was an Soforthilfeprogrammen von der Bundes- und Landesregierung gemacht worden ist, das, was wir jetzt aktuell sehen als Unterstützungsmaßnahmen, was wir auch sehen werden, wahrscheinlich im Bereich der Konjunkturpakete, das hilft der Wirtschaft schon sehr deutlich. Ob es am Ende genügen wird, wissen wir nicht. Aber bisher kann man sagen, mit dem auf Sicht fahren, gerade für die Wirtschaft, ist man, glaube ich, den richtigen Weg gegangen. Was bedeutet diese Krise denn auch für die Finanzlage, für die städtischen Kassen? Das ist ja wahrscheinlich auch ein Einschnitt, den wir erst noch zu spüren bekommen werden. Ja, das ist das, was wir tatsächlich jetzt aktuell sehen. Das habe ich eben ja schon kurz angedeutet. Das ganze Thema Gewerbesteuer ist die Frage. Es wird natürlich auch, wenn wir mit einer erhöhten Arbeitslosigkeit rechnen müssen, natürlich auch die kommunalen Haushalte auf der Seite im Bereich der Sozialausgaben belasten. Also insofern ist die gute Arbeit, die gemacht worden ist, gerade in den Unternehmen zwischen den Sozialpartnern in den letzten 10 Jahren seit der Finanzkrise, eigentlich in wenigen Wochen dahin gewesen. Und insofern müssen wir schauen, wie kommen wir da wieder raus. Das geht aber, glaube ich, nur in einem wirklich guten Schulterschluss zwischen Wirtschaft und Politik und damit natürlich bis in die Kommunalpolitik, dass man vor Ort guckt, was können wir für Wirtschaftsförderung machen, damit wir ein Unternehmen ansiedeln, damit es unseren Unternehmen vor Ort gut geht. Und dann auch zum guten Schluss, wie können wir dann auch gemeinschaftlich aus der Krise rauskommen. Herr Berghausen, ganz herzlichen Dank für diese Einführung. Es hat uns schon auf die Schiene gesetzt für die Themen, die wir heute natürlich auch besprechen wollen. Aber vorher würde ich Ihnen gerne noch ganz kurz Spielregeln übermitteln, die ich im Vorhinein mit den Kandidaten abgesprochen habe. Es sind eigentlich im Wesentlichen 3 Punkte. Erstens, wir wollen vor allem natürlich über Wirtschaftsthemen sprechen. Ganz klar, denn Sie, unser Publikum, das uns zugeschaltet ist, sind Unternehmerinnen und Unternehmer. Zweitens, wir wollen das ein bisschen sortieren und gliedern, damit wir nicht alles durcheinander diskutieren, in 3 Schwerpunktthemen. Und das werden die Politikfelder Verkehr, Stadtentwicklung und Gewerbeflächen sein. Und zu jedem dieser 3 Schwerpunkte haben Sie, wie schon angedeutet, Gelegenheit, dann Ihre Fragen auch über die genannten Kanäle zu stellen. Und Punkt 3, wir wollen aus Fairnessgründen darauf achten, dass einigermaßen gleiche Redezeit für die Kandidaten zur Verfügung steht. Dafür gibt es auf den Tischen Lämpchen, die grün geschaltet sind, wenn jemand spricht, und die rot werden, wenn das Zeitbudget aufgebraucht ist. In der Kürze liegt ja bekanntlich die Würze. Gestern in Düsseldorf hat das wunderbar funktioniert und ich sehe eigentlich keinen Grund, warum das heute anders sein sollte. Dann darf ich Ihnen jetzt Ihre Bürgermeisterkandidaten, es sind alles Männer, für Monheim vorstellen. Ich verbinde das ganz kurz direkt mit einer Einstiegsfrage, die ich den Kandidaten stellen werde. Ans Pult bitte, Lars van der Beil kandidiert für die CDU um das Bürgermeisteramt. Er ist Jahrgang 75 und wenn ich richtig rechnen kann, ist er damit 45 Jahre alt, Vater 2 Kinder. Herr van der Beil hat Maschinenbau in Duisburg studiert, aber schon während seines Studiums ein erstes Unternehmen gegründet, van der Beil Consulting, ein Beratungsunternehmen, das sich mit Organisations- und Prozessberatung beschäftigt.
Herr van der Waal, wenn Sie am 13. September zum Bürgermeister gewählt werden in Monheim, welches Wirtschaftsthema ist das, was Sie in den ersten 100 Tagen mit Priorität anpacken werden? Ja, erstmal guten Abend, Herr Remsen, und herzlichen Dank, heute Abend hier sein zu dürfen, um da eine kleine Aussage zu machen. In den ersten 100 Tagen in einem Satz, das ist sehr schwer. Sie wissen, Politiker antworten gerne in längeren Sätzen. Ich versuche es mal. Lebensqualität weiterentwickeln, Wirtschaft mit Augenmaß und mit Vernunft für Monheim. Das ist das Motto. Vielen Dank. Der zweite Kandidat ist Daniel Zimmermann. Er ist 38 Jahre alt. Seit 2009 ist er amtierender Bürgermeister der Stadt Monheim. Also der Titelverteidiger in unserer Runde. Schon während seiner Schulzeit hat er die Jugendpartei PETO mitbegründet, deren Vorsitzender er bis 2004 war und für die er jetzt wieder bei der Wahl antreten wird. Er hat vor seiner Wahl zum Bürgermeister in Köln mal ein Lehramtsstudium in den Fächern Französisch und Physik abgeschlossen und bei der letzten Kommunalwahl 2014 erhielt er bei seiner Wiederwahl fast unglaubliche 94,6% der Stimmen. Herr Zimmermann, wenn Sie bestätigt werden als Bürgermeister von Monheim, was ist Ihre erste Amtshandlung in der nächsten Wahlperiode in Sachen Wirtschaft? Ja, ganz konkret steht der Umbau des Rathauscenters an und wir wollen in den ersten 100 Tagen tatsächlich den Baustart hinbekommen, gleichzeitig auch die Einzelhändler begleiten in dieser Baustellenphase. Das ist das erste und wichtigste Projekt für die Wirtschaft. Das ab Tag 1. Danke. Manfred Pöll kandidiert für Bündnis 90 Die Grünen. Er arbeitet als selbstständiger Architekt, ist seit 2009 Ratsherr in Monheim, seit Ende der letzten Wahlperiode Sprecher der Grünen Ratsfraktion. Bereits 2014 war er der einzig Mutige, der kandidiert hat für das Amt des Bürgermeisters, seinerzeit eben als einziger Gegenkandidat des Amtsinhabers. Herr Pöll, was steht auf der Wirtschaftsagenda im Falle Ihrer Wahl bei Ihnen ganz oben? Ja, innerhalb von wenigen Tagen oder innerhalb von 100 Tagen ist da ja relativ wenig zu bewegen. Wir werden großen Schwerpunkt setzen, auch innerhalb der ersten Tage schon oder innerhalb der ersten Wochen, auf einen ökologischen Schwerpunkt, auf Reaktionen auf die Klimakrise, die wir ja neben der Corona-Krise auch noch haben. Die ist etwas in den Hintergrund geraten, Ausstattung der Gebäude in der Richtung, und wir werden uns auch Gedanken darüber machen, wie wir mit den Gewerbesteuereinnahmen durch die Corona-Krise umgehen und durch die Ausgaben. Wir haben den Eindruck, da ist bisher noch nicht allzu viel passiert. Vielen Dank. Der fünfte im Bunde ist Alexander Schumacher. Er tritt für die SPD zur Wahl an, deren Fraktionsvorsitzender im Rat er ist. Herr Schumacher ist 42 Jahre alt. Sie merken, verglichen mit den US-Wahlen sind wir hier äußerst jung besetzt. Er ist verheiratet, lebt in einer Patchwork-Familie mit insgesamt 5 Kindern, hat in Düsseldorf Jura studiert, dazu noch eine Ausbildung zum Bürokaufmann gemacht. Aktuell arbeitet er als Geschäftsführer des Arbeiter-Samariter-Bundes, des Kreisverbandes Mettmann in Monheim am Rhein. Herr Schumacher, welches Wirtschaftsthema packen Sie als erstes an? Ja, schönen guten Tag, Herr Remsen. Wir werden als erstes schauen, dass wir uns einen Überblick über die städtischen Finanzen verschaffen. Denn wir haben in den letzten Jahren viel investiert. Wir haben viele Beschlüsse zur Umsetzung verschiedenster Projekte, die ersten sind auch schon gefallen, gefasst. Und ich denke, zur ersten Maßnahme gehört es, sich einfach einen Überblick über die laufenden Geschäfte und die laufenden Beschlussumsetzungen zu verschaffen. Und dann natürlich aufgrund auch der Corona-Krise, und natürlich ist auch Monheim betroffen von wegbrechenden Gewerbesteuereinnahmen, hier den Draht zu den Unternehmen zu finden und die ersten Gespräche zu führen. Vielen Dank für diese Einstiegsrunde. Wir wollen direkt in unser erstes Schwerpunktthema einsteigen, und das ist das Thema Verkehr. Monheim ist eigentlich gut angebunden, liegt zwischen den Autobahnen A3, A59, dann gibt es noch die Querspange A542, auch S-Bahn-Verbindung ist da, S6, S68, eigentlich alles prima. Herr van der Waal, gibt es aus Ihrer Sicht denn trotzdem an der Verkehrsinfrastruktur noch was Wesentliches zu verbessern?
Das ist selbstverständlich klar. Da gibt es einiges zu verbessern. Auch Sie haben das gerade angesprochen, das Thema S-Bahn-Anschluss ist natürlich einiges wert. Wir haben das kleine Problem, dass der S-Bahnhof nicht im Stadtgebiet von Monheim liegt. Aber ich denke, dass man dennoch in Kooperation mit der Nachbarstadt Langenfeld dort etwas machen kann. Und insbesondere auch bei dem Ausbau des RX, der jetzt demnächst stattfinden wird, brauchen wir eine Lösung, um für die Pendler weiterhin einen Ersatzverkehr anzubieten. Das, was da vorgesehen ist, ist etwas zu wenig. Da stelle ich mir vor, dass man weitaus mehr machen kann, auch mit den finanziellen Mitteln, die wir haben. Der Ausbau der Straßen in Monheim wird natürlich weiter vorangehen müssen, das ist gar keine Frage. Aber wir werden als erstes dafür sorgen, oder ich werde sorgen, dass wir eine koordinierte Vorgehensweise haben und dass wir nicht alles gleichzeitig anfangen, so wie das im Moment ist. Wir brauchen da eine Abstimmung unter den verschiedenen Bauvorhaben und insbesondere auch Ansprechpartner dafür, die konkret für diese Bauvorhaben auch Verantwortung zeigen. Und das ist, denke ich, sehr wichtig in der kleinen Enge dieser Stadt. Auf den Rhein-Ruhr-Express kommen wir vielleicht später nochmal zurück und die Möglichkeiten, die es da gibt. Im Augenblick ist Langenfeld da nicht vorgesehen als Haltepunkt, soweit ich informiert bin. Vielleicht noch mal ganz kurz zu den Straßen, Herr Pöll. Wie stehen Sie denn zum Ausbau der sogenannten Nord-Süd-Spange? Auch das ist ja ein wichtiges Projekt in Monheim. Ja, wir haben die Nord-Süd-Spange jahrelang sehr kritisch betrachtet, weil wir den Eindruck hatten, das bringt letztlich noch mehr Verkehr in die Stadt, sind aber mittlerweile zu dem Schluss gekommen, dass eigentlich für die Gesamtsituation, für die Entzerrung des Verkehrs in der gesamten Stadt, wir haben ja im Moment diese Einfahrtschneise Opladener Straße, die dauerhaft überlastet ist, dass dafür die Nord-Süd-Spange schon in der jetzigen Konzeption eigentlich eine gute Lösung ist. Was hat Sie überzeugt? Also was war der Hauptgrund? Ja, man lernt ja, wenn man sich mit einem Thema intensiver beschäftigt, dazu. Und der Verkehr in den anderen Einfahrtschneisen ist nicht besser geworden in den letzten Jahren. Und sodass wir dann zu dem Schluss gekommen sind, ja, die Nord-Süd-Spange ist eine gute Lösung, auch das sogenannte Berliner Viertel anzubinden. Wobei wir natürlich grundsätzlich auch daran arbeiten, jetzt möglichst wenig Verkehr, sei es von der Opladener Straße oder auf der Nord-Süd-Spange zu bewegen, sondern möglichst viele Leute aufs Fahrrad zu bringen, was in unserer im Prinzip von der Fläche sehr, sehr kleinen Stadt eine optimale Voraussetzung hat. Ich weiß, Herr Schumacher, dass auch der Ausbau oder Rückbau der Kreisverkehre bei dieser Nord-Süd-Spange ein wichtiges Thema ist. Welche Positionen haben Sie und die SPD da? Ja, wir hatten die Nord-Süd-Spange abgelehnt. In erster Linie, weil wir nicht glauben, dass das die erhoffte Entlastung für den Verkehr auf der Opladener Straße bringt. Wir sehen, die Opladener Straße muss zwingend ausgebaut werden. Auch das Nadelöhr unter der Eisenbahnunterführung muss hier beseitigt werden. Die Nord-Süd-Spange, wir befürchten, dass der Verkehr dort hauptsächlich durch das Wohngebiet des Berliner Viertels dann rollt, unter Lasten der Anwohner. Das kann nicht nur die Lösung sein, die wir hier verfolgen. Wir haben deshalb vor einem Jahr bereits unseren Antrag gestellt, den öffentlichen Nahverkehr kostenlos zu stellen, der dann auch mit großer Mehrheit letztendlich verabschiedet worden ist. Hier sehen wir als einen Baustein dazu. Was wäre Ihre Alternative zur Nord-Süd-Spange, also ÖPNV? ÖPNV zu einem stärker ausbauen, das Liniennetz aktualisieren bzw. stärker ausbauen und auch die Opladener Straße nicht nur in den Kreuzungsbereichen zu vergrößern, sondern durchgängig Straßenführungen zu schaffen. Herr Zimmermann, die Unternehmen der IHK, Sie werden das Positionspapier gelesen haben, regen unter anderem an eine intelligente Ampelschaltung in der Innenstadt, um für besseren Verkehrsfluss zu sorgen. Was halten Sie davon? Oder anders gefragt, warum ist das noch nicht passiert? Wenn es was bringen würde, hätten wir es längst gemacht. De facto sehen wir die grüne Welle, die ja vor etwa 10 Jahren eingeführt wurde, die auch dies überlastet, wenn eine zweispurige Straße an ihre Kapazität kommt, dann bringen sie auch mit Ampelschaltungen nicht mehr Autos über die Kreuzung. Der Stadtrat hat ja schon 11 Millionen Euro freigegeben, mit denen wir jetzt die Opladener Straße umbauen werden. Die Bauarbeiten haben schon begonnen. Wir werden jetzt auch diese Nord-Süd-Spange bauen. Auch da sind wir kurz vor Baubeginn. Und die Stadt investiert sehr, sehr stark in auch alternative Verkehrsmittel. Das ist aber ideologiefrei. Wir wollen niemanden zwingen, aber wir wollen Möglichkeiten schaffen durch den kostenlosen Nahverkehr, den die SPD nicht alleine erfunden hat, und auch durch Investitionen jetzt in den Radschnellweg. Die Bauarbeiten haben gerade vor 2 Wochen begonnen. Opladener Straße ist jetzt angesprochen worden. Gibt es da eine große Koalition für den Ausbau oder gibt es auch dazu in Ihrem Kreis kritische Stimmen?
Also ich glaube, bis auf einige Details, die Alexander Schumacher angesprochen hat, sind wir uns da relativ einig, dass es Handlungsbedarf gibt. Mhm. Ich glaube, am Ende ist das aber auch kein politisches Thema. Dann gibt es Verkehrsingenieure, die solche Berechnungen machen, die uns Empfehlungen aussprechen. Und die wollen wir eben mit diesen 11 Millionen Euro jetzt auch umsetzen. Vielleicht, ich habe es vorhin gesagt, nochmal zurück zum Rhein-Ruhr-Express. Es wird da eine Bauphase geben und solche Bauphasen sind natürlich oft erstmal mit Einschränkungen verbunden. Sie haben schon eine mögliche Kooperation mit Langenfeld angesprochen. Also es gibt da Austausch auch über die Kölsch-Altbier-Grenze hinweg. Selbstverständlich, ja, gibt es. Unser Kollege, der Herr Frank Schneider aus der Stadt Langenfeld, mit dem ich regelmäßig in Austausch stehe und auch mit dem Fraktionsvorsitzenden dort, stehen wir regelmäßig im Austausch. Es ist ja nun so, dass eine gute Nachbarschaft, wie das immer so im Leben ist, eigentlich immer wertvoll ist. Der eine hilft dem anderen. Jetzt hat die Stadt Monheim das unsägliche Glück, dass wir über finanzielle Mittel verfügen, wo man das eine oder andere Projekt halt mit unterstützen könnte, was gemeinschaftlich vielleicht so sonst nicht stattfinden könnte, weil es einfach fehlt. Konkret Park-and-Ride-Parkplatz ausbauen, größer zum Beispiel machen. Zum Beispiel so etwas. Man könnte auch den Ausbau des S-Bahnhofs gemeinschaftlich vornehmen. Der ist natürlich in der Hand der Deutschen Bahn AG, aber ich hatte dort mal einen Sprecher des Verkehrsausschusses im Landtag Nordrhein-Westfalen zu Gast in Monheim, der Herr Fussem. Mit dem haben wir das mal besprochen. Das wäre durchaus ein gangbarer Weg, wenn wir diese finanziellen Mittel gemeinsam stemmen könnten, könnte man da auch für Monheim und für Langenfeld gemeinsam ein tolles Projekt draus machen. Haben Sie die Hoffnung noch, Herr Zimmermann, auch die Frage an die anderen, dass der X auch einen Anschluss bekommt dann in Langenfeld-Monheim? Ja, sagen wir mal, die Hoffnung stirbt zuletzt. Wir arbeiten da dran, auch im Schulterschluss mit Langenfeld. Die Zusammenarbeit ist da sehr, sehr eng. Wir tauschen uns natürlich auch aus, wie wir diese Bauarbeiten gestalten. Wir wollen jetzt nicht einfach vom Netz abgeschnitten werden. Wir kämpfen dafür und eine gewisse Restchance bleibt, aber ich gebe zu, sie ist nicht besonders hoch. Wie wichtig wäre es für Monheim, dass dieser Anschluss kommt? Es gibt ja drei Linien und es gibt den alten Vorschlag, eine davon dann einmal pro Stunde in Benrath, die andere in Langenfeld und die dritte Linie in Leverkusen mithalten zu lassen. So wird die ganze Region versorgt. Die Düsseldorfer haben für sich ja jetzt schon eine Verbesserung erreicht. Ich sehe nicht, warum die nicht auch für Langenfeld-Monheim klappen sollte. Herr Pöll, wie wichtig wäre es in einem grünen Konzept, in dem man dann Pendler eher auf die Schiene, die mutmaßlich umweltfreundlicher ist als motorisierter Individualverkehr, zu bekommen? Ja, es ist natürlich sehr wichtig und entscheidend ist auch, dass man die Schwelle, den Wechsel des Verkehrsmittels zu erwägen oder ihn umzusetzen, möglichst niedrig anhält. Und natürlich wäre dazu ein möglichst naher RAX-Schnellpunkt oder Haltepunkt, von dem man möglichst schnell zum Ziel kommt, sinnvoll. Wie Herr Zimmermann schon sagte, der Optimismus oder die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich bin nicht sicher, dass es dazu kommt, aber ich wünsche es mir schon intensiv und ich würde es auch für sehr wichtig halten. Aber niemand kann es jetzt von Ihnen sozusagen im Kommunalwahlkampf versprechen. Ich würde das gerne in einigen Punkten noch zuspitzen mit Ihrer Zustimmung. Ich stelle Ihnen jetzt jeweils eine Frage, von der ich Sie bitte, sie nur mit Ja und Nein zu beantworten. Das ist für Politiker wahnsinnig schwierig, es ist mir völlig klar. Ich weiß auch, dass das Leben nicht nur schwarz-weiß ist, sondern auch Graubereiche hat. Versuchen wir es trotzdem mal. Ich glaube, es geht. Herr Zimmermann, der ÖPNV ist für Monheimer kostenfrei, also er ist natürlich nicht kostenlos, sondern nur für die Nutzer kostenfrei. Sind Sie dafür, dieses kostenlose Angebot auch auf Pendler von außen auszuweiten? Wenn die Unternehmen es dann bezahlen, gerne. Da war eine ziemliche Einschränkung drin, ja. Herr van der Waal, sind Sie für den Umbau der Straßen im Zulauf der Kulturraffinerie? Nein. Herr Schumacher, sind Sie dafür, das Radwegenetz auch überregional auszurichten und anzubinden, um Pendler zum Umstieg aufs Rad zu motivieren? Ja. Herr Pöll, sind Sie für den Ausbau der Anschlussstelle, haben Sie eigentlich schon halb beantwortet, Monheim und der Opladener Straße? Ja. Ja, haben Sie schon gesagt. Gibt es über die Art des Ausbaus, haben Sie vorhin angetextet, noch Differenzen, ein paar Unstimmigkeiten, können wir die kurz andeuten? Wo wären die Unterschiede? Wo liegen sie noch über Kreuz in diesen Planungen? Grundsätzlich denken wir, dass der Umbau der Opladener Straße nicht ausreicht, allein in den Kreuzungsbereichen zweispurig in jede Fahrtrichtung auszubauen, sondern es müsste durchgehend ausgebaut werden. Wir glauben, dass die Opladener Straße ein Zusammenfallen von Veranstaltungen der Kulturraffinerie und dem Berufsverkehr nicht verkraften wird. Ganz kurz zum Schluss, dann können wir diesen Themenkomplex, was meine Frage angeht, schon abschließen. Aber ich habe Zuschauerfragen. Fertigstellung der ersten Bauphase
realistisch noch in diesem Jahr? Für die Opleiner Straße. Bitte? Für die Opleiner Straße oder die welche? Ja, für den Ausbau der Opleiner Straße, da bin ich noch. Ja, die Kanalbauarbeiten, die werden dieses Jahr abgeschlossen werden. Der Knotenpunkt, der wird erst im nächsten Frühsommer fertig sein. Und die Strecke dann bis in den Ort hinein wird dann danach folgen. Vielen Dank. So, dann würde ich gerne Sie ins Spiel bringen, wie versprochen. Und das haben auch schon einige genutzt, die Möglichkeit, uns Fragen in die Runde zu geben. Die erste Frage geht an Herrn van der Beil. Sind die autonomen Busse nicht nur ein Marketing-Gag in Monheim? Potenzial für eine wirkliche Verkehrswende haben sie doch nicht, oder? Fragezeichen. Ja, also es ist in der Tat so, dass die jetzige Teststrecke oder Versuchsanordnung, die da gewählt wurde, eigentlich denkbar ungünstig ist für einen autonom fahrenden Bus, da diese Strecke mitten durch eine Fußgängerzone der Altstadt führt und auch über eine vielbefahrene Hauptverkehrsader. Da diese autonom fahrenden Busse nur mit annähernder Schrittgeschwindigkeit unterwegs sind, kann man sich vorstellen, auf der Straße sorgt es natürlich für einigen Trubel. Und dort, wo Menschen sich auf den Wegen befinden, bremst dieses Gefährt automatisch, das soll es ja auch, sobald sich im Weg etwas befindet. Das Wiederanfahren dauert entsprechend lange. Ich hätte dort für die Verwendung eine andere Idee. Es gibt ja durchaus den Kreativcampus, den wir entwickeln, hinten im Monheimer Süden. Das eignet sich mit einer Verbindungstrasse neben dem Radweg, entweder an der Straße und an der Hauptstraße oder auf dem Herweg oben vielleicht viel besser für so etwas, für so ein Konzept, da wir da abgegrenzte Verkehrsräume haben, in dem dieser autonom fahrende Bus mit seiner Taktung einfach ganz alleine fahren kann, ohne zu stören. Auch eignet sich das vielleicht, eine alte Idee, die es früher mal gab, eine Schienenbusverbindung zwischen Monheim und Baumberg. Auch das könnte man eventuell verlängern, unten am Rhein entlang mit einem autonom fahrenden Bus, anstatt also ein bisschen den durch die Altstadt zu fahren. Geburtsfehler in der jetzigen Konstruktion? Ja, es ist wahrscheinlich auch dem geschuldet, dass man ein möglichst repräsentatives Projekt sucht, um so etwas zu machen in diesem Studienversuchsstadium. Das ist durchaus löblich, dass man solche Modelle ausprobiert, gar keine Frage. Aber ich denke, für einen dauerhaften Betrieb gibt es da bessere Varianten. Sie sehen das rote Lämpchen, dann ist die Zeit immer abgelaufen mit der Bitte um Kürze. Frage an Herrn Zimmermann. Die S-Bahn von Langenfeld nach Köln wird wegen des RX über Monate nicht fahren. Der Bürgermeister aus Langenfeld hat sich für seine Bürger eingesetzt. Warum hört man aus Monheim nichts? Der Bahnhof ist für uns genauso wichtig. Ich bin in engem Kontakt mit Frank Schneider. Wir gehen da gemeinsam vor. Ich glaube aber, dass es jetzt in so einem frühen Stadium wenig bringt, öffentlichkeitswirksam schon die Trommeln zu schlagen. Ich glaube, dass es erstmal sinnvoll ist, das Gespräch mit der Bahn zu suchen, Verbesserungen zu erreichen. Vielleicht noch eine Anmerkung zu Herrn van der Beil. Ich habe wenig Mitleid mit den Autofahrern auf der Krischerstraße, die hinter einem autonomen Bus herfahren. Dort ist Höchstgeschwindigkeit 20 für den Autoverkehr. Der Bus fährt 15, also insofern sehe ich da kein Problem. Okay, alles prima. Ja. Okay, Frage an Herrn Schumacher. Werden Sie den kostenfreien ÖPNV auch für Pendler öffnen? Ich hatte das vorhin schon mal gefragt und nicht nur für die Einwohner. Ich habe es aber Herrn Zimmermann gefragt. Die Pendler kommen aktuell zum weit überwiegenden Teil mit dem Auto nach Monheim. Das muss doch über die Gewerbesteuereinnahmen gedeckt sein, Herr Schumacher. Grundsätzlich wollen wir eine Lösung finden, dass auch Pendler kostenvergünstigt nach Monheim kommen. Wir sehen es als großes Problem an, dass ja viele Gewerbeansiedlungen in den vergangenen Jahren ihre Mitarbeiter zwar mitgebracht haben, aber damit halt auch den Verkehr zu Berufszeiten auch mitgebracht haben. Und wir müssen hier ein attraktives Angebot schaffen, um halt die Pendler zum Umstieg auf den Bus zu bewegen. Wir haben in der Vergangenheit bereits mit Schnellbussen versucht, hier ein Angebot zu schaffen, aber offensichtlich reicht das nicht aus, beziehungsweise ist es nicht attraktiv genug. Und dann müssen wir halt auch an der Geldschraube drehen. Bezahlbar? Ich würde sagen, es ist zum großen Teil bezahlbar. Wir müssen da sicherlich einen Mittelweg finden, den wir aber dann mit den Unternehmen gemeinsam machen müssen. Ähnliches machen wir ja bisher schon mit dem Schnellbus. Vielen Dank. Dann würde ich an dieser Stelle unseren ersten Themenblock Verkehr beenden und unseren zweiten Schwerpunkt aufrufen. Das wäre das Thema Stadtentwicklung. Das, ich nenne mal so die Stichworte, die ich bei meiner Recherche immer wieder gefunden habe in der lokalen Presse. Das Einkaufszentrum Monheimer Tor, Umbau des Rathauscenters, Bau der Veranstaltungshalle, Kulturraffinerie. Wir haben vorher schon mal ganz kurz darüber gesprochen, die 2024, wenn ich richtig informiert bin, fertiggestellt worden werden soll. Vielleicht mal zur generellen Sortierung der Fronten unter Ihnen. Wer ist
ohne Vorbehalt für diese Baumaßnahmen. Herr Zimmermann muss jetzt aufzeigen, die anderen halten sich noch zurück. Wer von Ihnen hat Probleme mit den Projekten oder mit Einzelnen? So, dann dürfen Sie direkt los, Herr van der Bijl. Ja, Herr Remsen, vielen Dank. Ich antworte auch vielleicht noch mal eben kurz ein ganz kleines Stückchen auf die Frage, die ich nur mit Nein beantworten konnte, warum ich gegen den Ausbau der Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen für die Stadthalle bin. Denn wir möchten ganz gerne das Projekt auf den Prüfstand stellen und eine kleinere Variante davon umsetzen, wo wir nicht einen Autobahnanschluss für Monheim noch mal extra bauen müssen. Denn es ist in der Regel so, dass eigentlich für die Monheimer das nicht notwendig ist, viel Verkehrsmittel zu schaffen. Denn die können in der Regel ja mit öffentlichen Verkehrsmitteln mit dem Fahrrad oder kurzfristig an die Stadthalle herangehen. Ja, zu den Innenstadt- und Stadtplanungsvorhaben möchte ich gerne sagen, dass uns sicherlich auch eine Renovierung, Sanierung der Innenstadt-Einkaufslagen am Herzen liegt, insbesondere mit den Einzelhändlern, die dort vor Ort leben, zusammen. Ganz wichtig dabei an dieser Stelle ist, einen Ansprechpartner und einen Fonds zu haben zum Auffangen von Schäden, die entstehen durch diese Baumaßnahmen. Wir haben das in der Vergangenheit gesehen, da ist das nicht passiert. Die Stadt Monheim hat viel entwickelt und viel gemacht. Da sind Einzelhändler über lange Zeit quasi fast ausgehungert. Und jetzt nach dieser Belastung der Corona-Krise halte ich das für durchaus wichtig und sinnvoll, dort einen Ansprechpartner und einen Fonds zu haben, um finanzielle Schäden abzuwenden. Ich glaube, die Leidensfähigkeit ist, solange auch diese Durchstrecke noch dauert, tatsächlich ja, ich denke, erschöpft. Also wir gehen noch mal ein Stückchen weiter. Ich sehe, es leuchtet rot. Ja, Sie haben ja Ihre Zeit verplempert mit dem Rückgriff auf vorherige Redebeiträge. Danke dafür, Herr Pöll. Sie hatten auch Probleme. Mit welchem Projekt besonders, der angesprochenen? Probleme haben wir insbesondere mit dem Projekt Kulturrefinerie. Wir halten das für ein sehr schönes, attraktives Projekt grundsätzlich. Haben auch keine Probleme damit, dass dann Leute von außerhalb nach Monheim kommen. Probleme haben wir nur damit, dass die Leute natürlich zahlreichen Verkehr in unserer Stadt bringen. Da werden gut funktionierende Kreisverkehre in beampelte Anlagen umgebaut und wir haben Probleme mit dem erheblichen Kostenpunkt, der auf uns zukommt. Erstens für den Bau, für die Investition und dann über die Folgekosten, die noch niemand allen Ernstes beziffern kann. Wir denken entweder so oder nicht und müssen uns dann aus den gerade geschilderten Gründen eigentlich für nicht entscheiden. Oder wir haben uns für nicht entschieden. Das klingt noch ein bisschen, als wenn Sie noch überzeugt werden können mit eigentlich. Oder? Nee, das eigentlich bezog sich darauf hin, dass ich dem Projekt so ein bisschen hinterher trauern würde. Ja. Aber die Entscheidung, dass wir sagen, nein, das ist das Geld nicht wert und das ist die Verkehrsbelastung für unsere Stadt nicht wert, die ist eindeutig. Ja. Herr Pöll ist ja Architekt von Beruf und das ist natürlich auch ein spannendes Bauprojekt. Herr Schumacher, ich frage Sie gleich auch noch, aber Herr Zimmermann, Herr Schumacher, erstmal Ihr Problem mit den Projekten? Ja, die Stadthalle selber, also die Kulturraffinerie als Stadthalle geplant, hatten wir über die letzten Jahre immer mit starken Kostenneuprognosen, was letztendlich die Umsetzung kosten wird. Wir sind jetzt insgesamt bei, ich glaube, 88 Millionen. Da ist das Ende der Fahnenstange aber auch noch nicht erreicht. Wir haben bisher noch keine vernünftige Kalkulation, zu welchem Kurs wir diese Stadthalle dann künftig betreiben können. Und ich glaube, das gehört einfach zu einer ehrlichen Betrachtung und einer Grundsatzentscheidung dazu, damit wir wissen, welchen Frosch wir da schlucken müssen. Das Monheimer Tor und das Rathauscenter selber haben wir abgelehnt, weil wir glauben, dass die Schneise, die dort geschlagen wird, als Open-Air-Schneise quasi, nicht den Erfolg bringen wird für den Raum dahinter. Wir glauben, dass nach wie vor eine Mall, wie sie in größeren Städten ja auch gebaut wird, in dem Bereich Rathauscenter Monheimer Tor möglich ist und auch genutzt werden wird. Herr Zimmermann, das klang jetzt so, die Hauptkritik, zu groß, zu teuer. Können Sie sich vorstellen, das Projekt abzuspecken oder macht es dann für Sie keinen Sinn mehr? Ich glaube, es hat genau die richtige Größe für den Ort. Es gibt ja eine Reihe von Veranstaltungen, die jetzt schon gar nicht in Monheim stattfinden können. Wir haben die erfolgreiche Ausbildungsbörse, die Berufsorientierungsbörse mit Langenfeld. Die findet immer in Langenfeld statt, weil wir keinen Raum haben. Unsere Abiturienten, die müssen nach Leverkusen, nach Langenfeld gehen, wenn sie ihr Abi feiern wollen. Wir haben Karnevalsveranstaltungen, für die ein Zelt aufgebaut wird. Also es gibt ganz viele Veranstaltungen jetzt schon, die diese Kapazität brauchen. Und die Kulturraffinerie soll auch für die Wirtschaft da sein. Wir haben große Arbeitgeber, die ihre Betriebsversammlungen, vielleicht auch Mitarbeiterveranstaltungen, Workshops, Messen nicht in der Stadt durchführen können. Und das in dieser Größenordnung nochmal für den Saal mit 2000 Quadratmeter, das ist angemessen für eine Stadt unserer Größenordnung. Nun hat Herr Berghausen in seinem Begrüßungsinterview vorhin gesagt, Corona wird Löcher auch in die Stadtkassen reißen. Das heißt, auch nach Corona sagen Sie,
wir können das finanzieren. Ja, ich will das nochmal einordnen. Wir reden ja jetzt über einen Invest von 74 bis 92 Millionen Euro. Das ist das Fenster, wo wir sagen, da gibt es noch ein paar Unwägbarkeiten. In dieser Range wird sich das Ganze bewegen. Wir bauen jetzt zwei neue Grundschulen für zusammen 60 Millionen Euro. Wir investieren in das Schulzentrum am Berliner Ring für die Gesamtschule und das Gymnasium mit 125 Millionen Euro. Also man darf jetzt nicht so aus der Perspektive des privaten Häuselbaus denken, ups, das ist aber eine Rieseninvestition. Die Stadt hat 525 Millionen Euro Gesamtüberschüsse erzielt in den letzten 8 Jahren und damit ist auch die Stadthalle finanzierbar. Der Widerstand, das habe ich zumindest rausgehört, beim Monheimer Tor und beim Rathaus-Center ist ein bisschen geringer. Gibt es Alternativideen, wie man den Einzelhandel in Monheim stärken kann, wenn Sie sagen, nee, das ist uns eigentlich eine Nummer zu groß oder das wird nicht den Effekt bringen, den wir uns davon versprechen, Herr Schumacher? Ich glaube, grundsätzlich ist es sinnvoll, dass wir nach 20, 25 Jahren das Rathaus-Center nochmal neu anpacken und nach 10 Jahren auch in Verbindung mit dem Monheimer Tor oder 12 Jahren mit dem Monheimer Tor jetzt da auch eine vernünftige Verbindung zueinander schaffen. Gleichwohl denken wir aber auch, dass der Verlust der Innenpassage, den wir jetzt im Rathaus-Center haben, nicht so viel wert ist, dass wir hier eine Open-Air-Passage zum Eierplatz, zum dahinterliegenden Marktplatz machen. Hier müssen wir gucken, dass wir nicht wie in Südspanien oder in Italien als maritime Einkaufsflächen agieren, sondern wir müssen gucken, dass wir hier in Nordrhein-Westfalen bleiben, wo das Wetter doch auch mal wechselhaft ist und entsprechend auch die Leute indoor zum Verweilen aufhalten lässt. Herr Pöll, ähnlich wie beim RRX, wo wir es vorhin schon gesprochen haben, wird es natürlich da auch eine Bauphase geben. Da mag auch der Einzelhandel in dieser Bauphase ausgebremst sein an der einen oder anderen Stelle. Haben Sie als Architekt vielleicht noch mehr als andere eine kluge Idee für ein Baustellenmanagement, was diese Nachteile auffängt? Als Architekt fällt mir da offen gesagt in dem Moment relativ wenig ein, denn ich weiß eben, dass auch gerade als Architekt, dass es mit sehr großen Belastungen verbunden ist, auch für mich persönlich, weil meine Lieblingspizzeria verschwunden ist. Aber es ist eben so, dass da viele Läden einfach geschlossen haben müssen und ich sehe da keine richtige Alternative. Man wird sehen müssen, ob man es schafft, dass man Firmen, die bedroht sind oder Unternehmen, die bedroht sind, rettet, dass man unter die Arme greift, aber eine wirklich bauliche Lösung, man kann es optimieren, aber die Belastung ist nicht wegzukriegen. Es gibt zum Beispiel von der IHK die Idee von Baustellenpaten, Herr van der Bal. Was halten Sie davon, dass man einen festen Ansprechpartner hat? Eine hervorragende Idee, kann ich nur unterstützen an der Stelle. Also um das vielleicht nochmal abzurunden, ein kleinteiliger Einzelhandel ist eigentlich das, was nach Monheim gehört. Was wir da nicht sehen oder was ich da insbesondere nicht sehe, sind irgendwelche größeren Filialisten. Die werden wir auch in Monheim kaum binden können, denn wenn man sich das anschaut, erstens hat Corona natürlich die Situation im Einzelhandel dramatisch verändert, sodass es da mit Sicherheit noch Effekte geben wird. Zweitens denke ich, dass die umliegenden Städte, die bereits das ja schon vor Jahren in großen Summen investiert haben, diese Filialisten nicht noch eine weitere Konkurrenzfiliale in Monheim eröffnen werden. Und ich glaube, es passt auch nicht zu Monheim, zu dem Stadtbild und auch zu der Lebensqualität, dass das eine Einkaufsstadt für Leute von außerhalb wird. Ich glaube, das ist sinnvoll, die Kaufkraft in Monheim selber zu binden. Es gibt Dinge, die wird der Monheimer weiterhin in Düsseldorf oder Köln beschaffen. Aber ich glaube, das meiste an kleinteiligem Einzelhandel kann man in Monheim entwickeln und auch dort halten. Zusatzfrage, haben Sie den Eindruck, dass die Wirtschaft gehört wird auch in der Verwaltung, dass man ein offenes Ohr hat für die Belange auch des Einzelhandels in diesen Punkten? Das ist natürlich eine schwierige Frage, weil mein Mitbewerber, der Verwaltungschef, ist jetzt neben mir steht. Aber ich kann zumindest sagen, dass die Einzelhändler, mit denen ich gesprochen habe, eine etwas andere Sichtweise auf viele Dinge haben, die die Stadt heute so treibt und dass es da Potenzial gibt, etwas besser oder anders zu machen. Herr Zimmermann, wie arbeiten Sie da mit der örtlichen Werbegemeinschaft zusammen? Gibt es einen regen Austausch über die konkrete Ausgestaltung der Pläne, nicht nur sozusagen die Kommunikation eines Beschlusses, wir wollen das so? Nein, also haben wir immer sehr gute Erfahrungen gemacht. Monheim ist ein kleiner Ort, man kann schnell miteinander reden.
Wir haben ein sehr aktives Baustellenmanagement auf der Krischerstraße beschrieben, der schon vor einigen Jahren umgebaut worden ist. Da gab es einmal die Woche eine Baustellenbesprechung mit allen Projektbeteiligten. Alle Einzelhändler waren eingeladen, auch Anwohner. Ich habe zu 90% an diesen Veranstaltungen persönlich teilgenommen, weil ich eben auch hören wollte, was die Einzelhändler umtreibt. Wir haben dort immer Lösungen gefunden. Also was ist an Sie herangetragen worden? Ja, da geht es um ganz praktische Sachen. Wie ist die Anlieferung jetzt gerade, wenn da die Grube für den Kanal ausgehoben wird? Wo kommt eben das Lieferfahrzeug dann morgens hin? Wie können gehbehinderte Menschen zur Apotheke rein und raus? Und solche Sachen, die haben wir immer ganz praktisch auch eng mit den betroffenen Ladenbetreibern da sehr, sehr praktisch gelöst. Das werden wir auch machen. Das ist die Blaupause für den großen Umbau, der jetzt in der Innenstadt noch kommt. Und ich finde, man muss auch ein bisschen zur Ehrenrettung der Wirtschaftsförderung sagen, wie wir da haben. Es gibt ein ganz motiviertes Team, die ständig erreichbar sind, die auch in engem Kontakt noch mehr, als ich das zeitlich kann, mit den Unternehmen stehen. Da tauschen wir uns sehr, sehr eng aus. Herr Pöll, Herr Schumacher, was halten Sie von der Idee, auch Notfallfonds einzurichten für Unternehmen, die jetzt von starken Umsatzeinbußen besonders betroffen sind? Beide, ja. Sie dürfen sich auf eine Reihenfolge einigen. Herr Pöll, beginnen Sie. Man muss da vorsichtig rangehen. Man muss auch dafür sehen, das gleiche Thema, wie wir jetzt bei vielen Corona-Notfallfonds haben, dass da keine Unternehmen gefördert werden, die sonst auf der Kippe gestanden hätten. Aber für Unternehmen, die durch eine Baumaßnahme beeinträchtigt werden, wir hatten das Problem auch schon mit anderen Maßnahmen, die wir im Moment die im Monat schon laufen, Umbaumaßnahmen, da einen Notfallfonds aufzulegen, dass Firmen jetzt nicht dauerhaft darunter leiden oder gar pleite gehen. Durch so eine Baumaßnahme, die letztlich allen zugutekommen soll, die gerade diesen Unternehmen zugutekommen soll, dass die darunter nicht in die Insolvenz getrieben werden und die Stadt das versucht zu verhindern. Das ist schwierig, die entsprechenden Regeln zu finden, aber ich denke, das lohnt sich und das sollte man auch tun. Also ja, sinnvoll. Herr Schumacher? Ich schließe mich da an. Es ist sinnvoll. Wir haben gerade beim Umbau der alten Schulstraße, Gesundheitscampus, gesehen, dass verschiedene oder einige kleine Einzelhändler da im Rahmen des Umbaus geschlossen haben. Andere klagen über Umsatzeinbußen. Und die Großbaustelle am Gesundheitscampus ist nun mal nicht anders zu lösen als über die alte Schulstraße. Aber dann müssen wir Möglichkeiten finden und attraktive Sachen finden, hier doch noch intensiver mit den Unternehmen oder mit den Einzelhändlern vor Ort. Letzte Frage von mir zu diesem Themenblock, bevor ich dann die Zuschauer noch mal hineinhole. Es ist auch geplant zu prüfen, ob man den Greisbachsee mit dem Rhein verbinden könnte, um da an dem See zum Beispiel eine kleine Marina anzulegen, Sporterholungs-, aber auch Gewerbeflächen rundherum. Mehr als ein Prestigeobjekt, Herr Zimmermann? Definitiv. Also wir haben sehr viele Wasserflächen im Stadtgebiet, die sind aber nicht öffentlich zugänglich. Es gibt drei Seen, einer steht unter Naturschutz, das soll er bleiben. Einen wollen wir jetzt öffnen, Stand-up-Paddling, Tretbootverleih, auch so ein kleiner Sportboothafen, vielleicht auch eine Sportbootschule. Unsere Volkshochschule hat lange Zeit auch Motorbootführerscheine angeboten als Kurse. Würde das wirtschaftlich auch was bringen? Ist das auch eine Aufwertung von Flächen rundherum? Also wir werden das mit Sicherheit nicht in Heller und Pfennig jetzt messen können, weil natürlich auch die Stadt erstmal sehr viel investieren muss, um diesen Kanal zu bauen. Aber es wird die Stadt wahnsinnig aufwerten, die Stadt wirklich auch an den Rhein heranholen und den Freizeitwert und auch den Besuchswert der Stadt deutlich steigern. Pi mal Daumen, gibt es schon erste Berechnungen, was der Spaß kosten würde? Wir rechnen mit einem mittleren zweistelligen Millionenbetrag. Es gibt aber noch keine Planung. Im Moment gibt es eine Idee und eine Machbarkeitsstudie, die sagt, das ist technisch möglich. Und wir wollen jetzt im Juni den Auftrag vom Stadtrat bekommen, in die richtige Planung einzusteigen. Und dann werden wir in etwa anderthalb Jahren auch eine genaue Hausnummer kennen. Vielen Dank. Ich gucke mal, was auf meinem Tablet inzwischen angekommen ist an Fragen. Hier kommt eine an Herrn van der Beil und Herrn Pöll. Filialisten bringen uns kleinen, aber Kundschaft. Masse schafft Masse. Warum sollten wir bestimmte Interessenten für Immobilien ausgrenzen, Herr van der Beil? Ja, das wie ich gerade sagte, ich glaube nicht, also nachweisbar glaube ich nicht, dass wir einen großen Filialisten dazu bewegen werden, in Monheim einen Konkurrenzstandort zu eröffnen zu den Investitionen der Nachbarstädte, die da bereits gelaufen sind. Also wenn ich da mal nach Langenfeld oder auch nach Hilden schaue, dort haben viele dieser Filialisten in den letzten Jahren Millionen, zweistellige Millionensummen investiert in neue Filialen. Von daher glaube ich, dass das ein klein wenig Utopie ist, da wirklich einen großen Filialisten
Journalisten reinzukriegen. Mhm. Kaufkraft. Aber Sie zerbrechen sich den Kopf der anderen erstmal damit. Ja, ein Stückchen weit, ja. Also es geht da darum, eine Lösung für Monheim zu finden. Und wie ich ja bereits gerade gesagt habe, denke ich, dass der kleinteilige Einzelhandel das Besondere an Monheim, dass das der Mehrwert ist, den die Stadt liefern kann. Denn es gibt bereits jede Menge Shopping-Cities drumherum, die nach dieser Retorte funktionieren. Ich glaube, dass man da mehr an der Lebensqualität und an dem, was Monheim ausmacht, arbeiten kann. Herr Pöll, Sie waren auch angesprochen. Ich bin da etwas optimistischer als Herr van der Beil. Also ich glaube schon, dass wir Filialisten nach Monheim bekommen können. Ich würde das auch schätzen. Ich glaube an die Magnetwirkung für die kleinen Unternehmen, die daran hängen. Ich fahre häufig zum Einkaufen eben nicht nach Köln oder Düsseldorf, sondern nach Hilden, Langenfeld oder vielleicht auch nach Leverkusen. Also durchaus zumeist die beiden Erstgenannten, die mit der Größenordnung vergleichbar sind. Und ich denke schon, in Monheim ist jahrzehntelang vieles versäumt worden, was diese beiden Städte gemacht haben. Und das können und sollten wir jetzt nachholen. Vielen Dank. Ich habe eine Frage an Herrn Zimmermann und an Herrn van der Beil. Gerade durch die Alt-Kölsch-Grenze wurde die Alt-Kölsch-Grenze angesprochen. Ja, ich konnte es nicht lassen. Warum arbeitet Monheim nicht stärker mit Düsseldorf, Köln und Leverkusen zusammen? Zum Beispiel bei Wohnraum, bei Gewerbeflächen und auch bei Veranstaltungen. Es gibt dort genug Veranstaltungsräume. Kann man nicht mehr von den Nachbarn profitieren? Herr Schumacher, mögen Sie beginnen? Ach so, okay. Sie hatten gerade Herrn Zimmermann und Herrn van der Beil Entschuldigung, steht hier auch. Ja, ne? Schumacher, da Zimmermann, die Handwerker, die ich durcheinander geworfen habe. Herr Zimmermann, Sie dürfen. Ja, fragen Sie wirklich nochmal die Teilnehmer von den Veranstaltungen, die ich gerade schon aufgezählt habe. Ich sehe keinen Sinn daran, die jetzt weiter nach Leverkusen, Düsseldorf oder sonst wohin zu schicken. Wir haben dieses Potenzial in der Stadt. Wir müssen es auch nicht kleiner machen, als wir sind. Herr van der Beil hat ja mal so diesen Ansatz irgendwie so der selbstgewählten Verzwergung auch der Stadt. In den letzten 8 Jahren sind 4.700 Jobs in der Stadt entstanden. Das sind potenzielle Kunden für den Einzelhandel. Das sind potenzielle Besucher mit ihren Familien für Kulturveranstaltungen in der Stadt. Warum sollen wir dieses Potenzial nicht nutzen? Karnevalsveranstaltung in Leverkusen, undenkbar. Niemals. Herr van der Beil, Sie waren auch angesprochen. Absolut. Es gibt wenige Punkte, in denen wir uns einig sind, aber da kann ich dem Herrn Zimmermann beipflichten. Absolut undenkbar. Karneval gehört nach Monheim und das ist auch ein gutes Stichwort an der Stelle. Ich glaube, dass eine Stadthalle sicherlich Sinn macht, auch für eine gewisse Personenzahl, aber nicht in diesem Großteiligen, was wir da heute haben. Und um den Ball nochmal zurückzuspielen, ich bin da nicht kleinstädtisch unterwegs, aber ich verfalle auch nicht in Gigantismus an der Stelle. Ich glaube, dazwischen irgendwo liegt die Wahrheit. Und ich denke auch, dass eine Stadthalle, die für 1.000 Personen gut ist, durchaus auch für eine Betriebsversammlung von Unternehmen, die bei uns ansässig sind, ausreichend sind. Frage an alle. Also, ich mache einmal die Runde ab. Dann dürfen auch Sie, Herr Schumacher, ich überlege, in die Monheimer Lokalhelden einzusteigen. Glauben Sie an lokale Online-Marktplätze und unterstützen Sie die Plattform weiter, zum Beispiel durch Zuschüsse? Wir machen einmal die Reihe durch. Herr Schumacher. Ja, also wir stehen hinter den Monheimer Lokalhelden. Ich selbst bin beruflich auch unter den Monheimer Lokalhelden aktiv. Es ist allerdings eher ein lokales Schaufenster für Gewerbetreibende, um einfach ein Angebot darzustellen, was wir oder was das Unternehmen entsprechend anbietet. Es ist nicht Amazon 2.0 oder sowas, sondern es ist eine 4.0. Es ist eine Stufe drunter und natürlich, das muss auch weiter forciert werden. Ja, Herr Pöll. Ja, ich halte die Plattform auch für sehr sinnvoll, denn wir haben mit dem Internet und Onlinehandel zu tun und dass man da auch die Möglichkeiten schafft, dass Unternehmen, die sich sonst selbst keine Plattform schaffen können, über diese Lokalhelden dann eine Plattform schaffen, halte ich für eine sehr sinnvolle Maßnahme, für eine sehr sinnvolle Idee. Ich bin auch selbst Mitglied darin. Glücklicherweise, es hilft mir nicht viel, weil glücklicherweise die wenigsten Leute einen Umbau online kaufen, aber die Idee ist sicherlich für viele Gewerbe sehr sinnvoll. Ohne dass dadurch zusätzliche Verkehre entstehen, durch Lieferverkehre? Nee, da habe ich keine große Befürchtung, denn die Lieferverkehre von Amazon kommen ja sowieso. Und vielleicht kommen die Leute ja auch auf die Idee, sie haben bei einem Laden was online bestellt und sagen, da kannst du auch mal zu Fuß hingehen beim nächsten Mal. Also ich sehe eigentlich da mehr Vorteile, was die Lieferverkehre angeht. Herr Zimmermann. Ja, es gibt diesen sogenannten Effekt Search Online.
Purchase Offline, und das ist genau das, was wir den Händlern ermöglichen wollen. Genau, dass man nämlich sich im Internet vielleicht schon mal samstags, sonntags auch nach Ladenschluss informiert, mit der Familie eine Kaufentscheidung trifft. Und dann aber, wenn man gleichzeitig sieht, dass es dieses Produkt auch in Monheim gibt, vielleicht schon vorrätig in einem Laden, dass dann der Grund entfällt, es irgendwo anderen Ort zu bestellen, sondern dass man montags hingeht und auch den Kauf tätigt. Wir haben 250 Händler, Gastronomen, Dienstleister, die mittlerweile angeschlossen sind. Wir werden jetzt in den nächsten Jahren noch stärker den Fokus darauf setzen, gerade kleine Unternehmen, auch die kein Warenwirtschaftssystem haben, zu unterstützen, digitaler zu werden, um eben auch mehr Produkte dann in dem System online stellen zu können. Und Geld in Monheim zu belassen, Herr van der Waal. Absolutes Ja. Also eine tolle Plattform, eine tolle Idee, auch ein Riesenkraftakt. Ich weiß, wie viel Arbeit dahinter steckt, so solche Systeme mit Händlern gemeinsam aufzubauen und zu betreiben. Ich selbst bin auch dort, aber wie der Herr Schumacher sagt, eher nur als Schaufenster. Also bei mir bestellt auch keine Unternehmensberatung online mal ein kleines Paket. Aber ich denke, das ist wichtig, dass man als Monheimer Unternehmer dort präsent ist und auch zeigt, dass man mit seiner Stadt verbunden ist. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Und das halte ich auch in der Gewerbesteuer oder in der Gewerbepolitik für die Zukunft wichtig, eine Verbundenheit mit der Stadt zu haben als Unternehmer dort. Herzlichen Dank. Dann schließe ich auch diesen Themenkomplex ab. Wir liegen gut in der Zeit. Ich habe das Gefühl, wir sind zügig unterwegs, und ich rufe unseren dritten Schwerpunkt auf, und das ist das Thema Gewerbeflächen. Sicherung von Gewerbe- und Industrieflächen, um es noch ein bisschen zu präzisieren. Laut Bezirksplanungsbehörde, die Zahl habe ich nachgelesen, hat Monheim wegen der großen Nachfrage nach Gewerbeflächen, was ja erstmal positiv ist, ein Defizit von etwa 36 Hektar. Das Stadtgebiet gibt das wohl eher nicht her. Wie wollen Sie die Situation langfristig angehen und verbessern? Also, ich beginne mit dem Amtsinhaber. Wie sieht Ihre, mein Lieblingswort, Gewerbeflächenvorratspolitik, wie sieht die aus? Ich glaube, dass da gar kein Dissens ist zwischen uns. Die Stadt ist immer schon sehr findig gewesen im Flächenrecycling. Das hat die SPD, als sie die absolute Mehrheit hatte, mit dem Shell-Gelände begonnen. Die CDU, als sie dann die Mehrheit hatte, hat es fortgeführt. Wir haben auch jetzt noch eine sehr aktive Stadtentwicklungsgesellschaft. Wir haben gerade 50.000 Quadratmeter potenzielle Gewerbefläche im sogenannten Creative Campus im Monheimer Süden gekauft. Wir stehen in Verhandlungen, um die alten Henkel-Deponien, die wir im Stadtgebiet haben, zu übernehmen. Da sehen wir gerade auch nochmal potenziell kleinteiligere Gewerbeflächen, also auch Handwerksbetriebe, die da unterkommen können. Wir werden allen Unternehmen, die vor Ort sind, auch Entwicklungsmöglichkeiten bieten können. Konsens, Herr Schumacher, auch was den Mix angeht zwischen kleineren Gewerbeflächen und größeren Industrieflächen? Ja, also die Vergangenheit oder die letzten Jahre haben ja gezeigt, dass große Industrieflächen in Monheim eigentlich nicht mehr so nachgefragt sind, sondern hauptsächlich Büroflächen, Dienstleistungsflächen und natürlich aber auch Handwerksbetriebe, die natürlich ihre Niederlassungsflächen suchen. Und da sind wir in einem guten, im guten Branchenmix unterwegs. Auch die Perspektiven für die nächsten Jahre, Daniel Zimmermann hat es gesagt, Kreativ Campus, oder auch Perspektive, die alte Henkel-Deponie umzuwandeln in ein Gewerbegebiet, unterstützen wir völlig. Mhm. Trotzdem will, also ich habe es gesagt, das Stadtgebiet gibt es jetzt erstmal so nicht her. Man muss also auch an den Rändern gucken, Stichwort Monheim Süd. Da gibt es an der Stadtgrenze zu Leverkusen, Hittorf ist das dann, ne, was da kommt, schon eine bestehende Gewerbefläche, 26 Hektar. Dann gibt es eine landwirtschaftliche Fläche von 18 Hektar, wo Monheim gern ein Umspannwerk hinverlegen würde. Da sind Sie sich, glaube ich, einig. Das ist von CDU, Grünen und SPD auch mit abgestimmt worden. Und wo neues Gewerbe unter anderem von Bayer angesiedelt werden könnte. Leverkusen ist nicht so begeistert, Herr Zimmermann. Die befürchten, dass da Grün verschwindet und Grau entsteht. Was sagen Sie da Ihren Kollegen in Leverkusen? Naja, zum einen ist das ein Bebauungsplan, der schon alt ist. Dieses Baurecht, das besteht seit Ende der 80er Jahre. Insofern hätten die Leverkusener sich dann auch schon mal früher melden können, wenn sie da Befürchtungen haben. Zum anderen nehme ich schon wahr, dass es auf Leverkusener Seite ja auch die Bestrebungen gibt, nochmal zusätzliche Gewerbeflächen zu schaffen. Die Leverkusen haben jetzt erstmal gerade gleichgezogen mit unserem Gewerbesteuersatz. Und ich lade Leverkusen gerne dazu ein, vielleicht auch in diesem Bereich ein gemeinsames Gewerbegebiet zu entwickeln. Das IHK-Positionspapier geht ja auch in die Richtung. Mhm. Wir auf unserer Seite haben das Planungsrecht schon. Leverkusen könnte es noch schaffen. Ist das Konsens, dass Sie mit Leverkusen in diesem Fall auch kooperieren können, um ein gemeinsames Gewerbegebiet an dieser Monheimer Südgrenze zu schaffen? Also eine Kooperation mit anderen Gemeinden ist grundsätzlich immer gut. Da hat Monheim ja auch innerhalb des Kreises teilweise seine Probleme.
da ist man sich ja nicht immer einig. Man hat auch unterschiedliche Voraussetzungen, klar. Und bei der Kommunikation ist immer gut, dieses Gewerbegebiet, was angedacht ist, für die Umspannanlage, da sind wir sehr stark auf die Umspannanlage fokussiert, die wir uns auch außerhalb der Innenstadt wünschen. Das kann nicht Sinn der Sache sein, so eine Anlage mitten in, oder es ist sicherlich nicht erstrebenswert, auf die Dauer so eine Anlage in der Innenstadt zu haben, mit den naturgemäß dahin führenden Leitungen. Die hätten wir gerne auch raus, aber mehr hätten wir da gerne nicht in diesem angedachten Gewerbegebiet. Das ist auch eine wertvolle Kaltluftschneise. Wir glauben auch, dass die Gewerbeflächen, die wir haben, die wir an Brachflächen haben, an Flächenrecycling, dass das im Prinzip sehr weit reicht und das auch irgendwo, flapsig formuliert, mal gut sein muss. Mit Ausweisung neuer Flächen würden und sehen da in diesem Gebiet eigentlich nur das Umspannwerk, von dem Leverkusen naturgemäß nicht besonders profitieren wird. Mhm. Wenn Kooperationen oder wünschenswerte Kooperationen angesprochen sind, hat man da vielleicht jetzt auch schon ein bisschen Porzellan zerschlagen, Herr Schumacher, durch eine, ich nenne es jetzt mal offensive Gewerbesteuer-Hebesatzpolitik. Ich weiß nicht, wie Ihre Parteifreunde in Dormagen, Hilden, Langenfeld, wo auch immer darüber denken, dass Monheim da sehr rustikal zu Werke gegangen ist, was die Gewerbesteuer-Hebesätze angeht. Da können Sie sicher sein, wir sind da gerade unter SPD-Kollegen, wenn man sagt, dass man aus Monheim kommt, doch muss man sich einen Schritt zurückgehen, weil gerade der Frust unter den Ruhrgebietlerstädten, die dann unter abgewanderten Unternehmen leiden, zu spüren ist. Aber grundsätzlich war es für uns in Monheim vor 10 Jahren keine Alternative, weil wir eine nothaushaltsleidende Kommune waren seit Jahrzehnten. Und hier auch gemeinsam alle den Schritt gegangen sind, weil wir keine andere Möglichkeit sahen. Die Frage, inwieweit da Porzellan zerdeppert worden ist, auch gerade in den letzten Jahren, ich denke, das ist nicht irreparabel. Man kann sicherlich gerade, was interkommunale Zusammenarbeit angeht, hier verstärkt darauf setzen. Wir machen mit Leverkusen einen gemeinsamen Rheindeich. Ich glaube, das ist ein gutes Startprojekt, um das zu vertiefen. Van der Ball, geht was mit Leverkusen auch aus Ihrer Sicht? Natürlich geht das. Also kommunizieren kann man immer, miteinander reden sollte man auch immer. Und die Gewerbesteuerpolitik ist tatsächlich von einer breiten Mehrheit getragen worden. Und das sehen wir auch so. Das war auch keine andere Möglichkeit an der Stelle gegeben hat. Es ist auch wichtig, dass man einen gesunden Wettbewerb der Kommunen untereinander hat, damit sich dort etwas bewegt. Aber man muss das auch sehen. Jetzt mal aus meiner Parteigenossenschaft oder besser gesagt Freundschaftsecke haben wir natürlich das Problem, dass man im Gesamtverbund ein Ungleichgewicht erzeugt, was irgendwann darin mündet, dass man Transferleistungen erzeugen muss. Und Transferleistungen haben immer den bitteren Beigeschmack, dass da Reibungsverluste entstehen. Und gerade jetzt in Bezug auf Corona ist das ein sehr schwieriges Thema, dass da ein sehr großes Ungleichgewicht zwischen den Finanzen steht. Aber im Grunde genommen ist es so, dass die gesunde Gewerbesteuerpolitik so bleibt, also aus meiner Perspektive so bleibt, wie sie heute ist. Mhm. Haben wir gerade gehört, Herr Zimmermann, also Umspannwerk ja, sagt Herr Pöll, bei den anderen Sachen eigentlich, da ist dann das Ende der Fahnenstange für ihn gekommen. Ist es wichtig, mehr Flächen dort zur Verfügung zu stellen, weil eben Bayer auch expandieren will? Ja, definitiv ja, aber ich glaube, wir sind auch gar nicht so weit auseinander, weil natürlich auch Wachstum jetzt nicht um jeden Preis geschehen kann. Wir sind ja in Monheim auch froh darum, dass wir ein Stück weit im Grünen liegen. Es gibt keinen Ort im Stadtgebiet, der weiter als vielleicht 1,5 Kilometer auch von der nächsten Grünfläche entfernt ist. Das soll auch perspektivisch so bleiben. Nichtsdestotrotz brauchen wir natürlich auch Entwicklungsmöglichkeiten für die Unternehmen. Klar, Bayer geht im Moment durch schwere Jahre, aber wir sind Hauptsitz für die Pflanzenschutz, für die Crop Science Abteilung weltweit und wir rechnen das natürlich schon auch nochmal Chancen aus, dass wenn jetzt die erste Monsanto-Delle überwunden ist bei Bayer, dass dann langfristig auch Monheim natürlich die Zentrale bleibt und dass wir eher auch noch mit einem Wachstum des Standorts dann von Seiten von Bayer rechnen können. Macht Bayer da in irgendeiner Richtung Druck oder sind Sie sozusagen politisch vordenkend und sagen, ich weiß, die wollen da was machen? Und wir müssen denen da auch entgegenkommen. Da stehen wir im guten Kontakt. Bayer hat ja selbst auch, Sie haben gerade das Wort schon bemüht, Flächenvorratspolitik betrieben und ja, auch rund um das Werksgelände oder das Forschungszentrum einige Flächen erworben, die sich in Bayer Eigentum befinden. Auch das Umspannwerk zum Beispiel liegt auf einer Bayer-Fläche, wo wir auch kooperieren werden, dass nämlich Bayer nochmal seine eigene Stromversorgung verbessern wird am Standort, auch Redundanz erzeugen wird und wir gleichzeitig aber auch die Fläche bekommen für das städtische Umspannwerk. Also da gibt es einfach einen sehr, sehr guten Kontakt. Und den wollen wir natürlich auch weiter pflegen.
Auch da höre ich nicht raus, dass Corona irgendwas an Ihren Planungen jedenfalls nicht im Wesentlichen verändert. Oder gibt es da an der einen oder anderen Stelle eine Nachdenklichkeit, den einen oder anderen Plan auch wieder nochmal zu überdenken? Sie nicken, Herr van der Bal. Das gibt es sicherlich. Wir wissen es halt heute noch nicht. Ne? Es ist in der Tat so, dass das mit Sicherheit noch irgendwo auch Spuren hinterlassen wird. Wir wissen es halt heute noch nicht. Es ist ja auch noch nicht vorbei. Das darf man auch nicht vergessen. Also wir stehen, was wirtschaftliche Folgen angeht, gerade auch am Anfang das alles durchmachen zu müssen, sodass man da sicherlich das ein oder andere Projekt der Stadt auch im Sinne der Finanzierbarkeit noch in Zukunft mal auf die Waage legen muss und darüber nachdenken muss, ob wir das tatsächlich tun können, sollten oder wollen. Das ist bestimmt so. Vielen Dank. Ich gucke mal, ja, es gibt eine Frage von unseren Zuschauern. Da wollen wir die auch direkt aufrufen. Frage an drei, an Herrn Pöll, an Herrn Zimmermann, an Herrn van der Bal. Die SPD hat vorgeschlagen, den Monberg abzutragen, um dadurch weitere Gewerbeflächen zu gewinnen. Würden Sie das mittragen? Herr Schumacher, mögen Sie beginnen? Nee, Herr Pöll, Zimmermann, van der Bal. Ich bringe immer die Handwerker miteinander, merke ich. Herr Pöll. Nein, würde ich in keinem Fall mittragen. Ich halte den Aufwand, den Monberg abzutragen, das ist ja eine Müllhalde, das ist ja eine Deponie. Das ist ja nicht, was man aus Spaß und Dollerei dahin gebaut hat. Den abzutragen ist ein Riesenaufwand. Das ist eine markante Stelle für Monheim, die ja im Moment mit der Gastronomie auch gut genutzt wird. Und diese Kombination zwischen der Gastronomie, den Grünflächen am Hang, sind keine sehr wertvollen Grünflächen, dieses prägnante Zeichen, das halte ich eigentlich für sehr positiv und ich denke, wir brauchen die Fläche nicht für weitere Gewerbeflächen. Da haben wir andere Bereiche noch als Restflächen, als Brachflächen, die wir nutzen können. Ich würde nicht abtragen. Ich denke, das würde sich auch vorne und hinten nicht rechnen. Herr Zimmermann. Ja, kann man eigentlich nichts hinzufügen. Also wenn der Bodenpreis pro Quadratmeter Gewerbefläche nicht mal irgendwann die 600 oder 700 Euro Marke reißt, dann wird das wirtschaftlich gar keinen Sinn machen. Im Moment liegen die Bodenpreise für Gewerbeflächen bei zwischen 120 bis 150 Euro im Quadratmeter. Also ich sehe die Entwicklung nicht, dass das irgendwann so nötig wäre, dass man dann diesen wahnsinnigen Millionenaufwand betreiben würde. Herr van der Bal? Ja, klares Nein. Sehe ich auch nicht die Notwendigkeit, kann man auch nicht mehr viel hinzufügen, außer dass man vielleicht im hinteren Teil des Monbergs durchaus noch Entwicklungsflächen auf dem Areal Richtung Daimlerstraße hat und hinten in der alten Henkeldeponie vielleicht noch kleinteilige Flächen schaffen kann. Damit sollte das Thema eigentlich vom Tisch sein. Ich frage jetzt, obwohl das nicht ausdrücklich an Sie geht, Herr Schumacher, auch Sie noch, um zu hören, ob es in diesem Punkt Einigkeit gibt. Wir hatten das damals vorgeschlagen, weil der Monberg als solcher im Gewerbegebiet irgendwann zwischen den Häusern versinken, also sichtbar versinken wird. Und weil auch die Außengastronomie, die momentan auf dem Monberg ist, ja auch auf dem im Rahmen der Stadthalle, der Kulturraffinerie, auch als Dachgarten oder auch davor geplant ist, da gibt es verschiedene Überlegungen und deswegen haben wir damals gesagt, ja, dann ist erstens die Aussicht des Monbergs nicht mehr gegeben. Die Frage, ob sich die Gastronomie dort oben halten wird, ist die zweite Frage. Und die dritte ist dann, was machen wir dann damit? Und deswegen kam diese Anregung zustande. Könnte die vierte Frage sein, wohin mit den Altlasten, die dort liegen? Die müssten natürlich entsorgt werden, aber wir machen ja, sagen wir mal, wenn wir jetzt über die Henkeldeponie sprechen im Knipprater Busch, machen wir etwas Ähnliches. Ne? Wir fangen auch an, hier eine Mülldeponie zu kaufen, um sie dann für Gewerbegrundflächen herzurichten. Und auch da werden wir sicherlich Gelder in die Hand nehmen müssen, um das zu verwirklichen. Vielen Dank. Ich habe keine weitere Zuschauerfrage von Ihnen. Aber was wir gemerkt haben in der Diskussion, dass Corona immer mal wieder aufpoppt an der einen oder anderen Stelle, das kann, glaube ich, gar nicht anders sein. Deshalb vielleicht noch mal, um das Thema dann auch abzuschließen. Wir haben ja, wenn wir jetzt mal über Monheim hinausgucken, in Deutschland an vielen Stellen gemerkt, dass Corona Probleme gezeigt hat, die es schon vorher gab. Ob das die Arzneimittelproduktion ist, die wir nicht haben, oder Schutzmaskenherstellung oder Zustände in der Fleischindustrie, schlechte Bezahlung im Pflege- und Krankenhauspersonal. Gibt es was Corona auch speziell in Monheim offenbart hat, von dem Sie jetzt sagen, oh, da sind wir auf was aufmerksam geworden, das müssen wir eigentlich in Zukunft besser beachten, Herr van der Bal?
Ja, das ist natürlich schwierig. Wie ich gerade sagte, die Krise ist noch nicht vorbei und da voreilig jetzt Schlüsse zu ziehen, halte ich zum jetzigen Zeitpunkt für nicht weise. Aber sicherlich werden wir alle gemeinsam, wie wir hier sind, egal wer von uns, das Richtige und das Wichtige auch tun, um für die Zukunft gewappnet zu sein. Ich glaube, man kann eventuell etwas schon bereits jetzt absehen. Die wirtschaftlichen Folgen abzudämpfen ist ein wichtiger Ankerpunkt. Das haben wir ja auch im Rat getan, beziehungsweise einen Beschluss dazu gefasst, dass es einen Rettungsschirm gibt für Monheimer Unternehmer. Ich hätte mir den vielleicht etwas anders ausgestaltet gewünscht, aber das sind Feinheiten. Im Grunde genommen ist das wichtig, dass man sich an diese Themen hält und vielleicht auch Rücklagen bildet für zukünftige schwere wirtschaftliche Schäden, sodass man den Monheimer Kleingewerben, Mittelständlern unter die Arme greifen kann. Um das gleich auszuschließen, Sie profitieren nicht als Unternehmer von diesem Rettungsschirm, nein, indem Sie im Rat die Hand gehoben haben. Alles gut. Erzähl mal. Ja, das soll jetzt nicht nach Selbstlob klingen, weil es natürlich auch die Kollegen hier einbezieht. Der Stadtrat hat da viele auch zukunftsweisende Beschlüsse gefasst. Wir sind Benchmark, was Digitalisierung der Schulen angeht. Also ich weiß nicht, ob Sie das in der ARD gesehen haben, diese Sendung, wo Monheim nochmal präsentiert wurde, auch bei Hart aber Fair, dass keine Schule in NRW die Ausstattung hat, die bei uns Standard ist und ihnen natürlich jetzt auch den Schulen ermöglicht, in dieser Krise Schülerinnen und Schüler ganz anders zu erreichen. Wir haben diesen Beschluss gefasst, den Herr van der Waal schon nannte, auch für den Monheimer Rettungsschirm. Wir haben Rücklagen gebildet von den Gesamtüberschüssen, die ich genannt habe, von 525 Millionen Euro, liegen 200 Millionen in der sogenannten Ausgleichsrücklage. Das heißt, wir könnten Haushaltsdefizite von 200 Millionen Euro produzieren, ohne haushaltssicherungspflichtig zu werden. Das gibt es in NRW sonst nirgends. 40 Millionen jetzt wollen wir tatsächlich auch für die Abfederung der Krise einsetzen, für zurückgehende Gewerbesteuereinnahmen und auch für die 10 Millionen aus dem Rettungsschirm. Wir könnten noch drauflegen, was ich nicht hoffe, aber wir sind vorbereitet. Also Corona hat nicht sozusagen eine Krise offenbart, sondern Ihnen Gelegenheit gegeben, auf die Schulter zu klopfen. Naja, wir sind ja immer mal wieder auch im Streit über ganz verschiedene Details, aber es gibt auch viele Dinge, die die Stadt, glaube ich, insgesamt sehr gut hingekriegt hat und die auch gar nicht zwischen uns jetzt irgendwie strittig sind. Herr Pöll. Ich denke, die akute Situation, die haben wir gut hingekriegt, zweifellos, dem kann man nur zustimmen. Wir haben keine akuten Probleme, aber wir haben schon durch diese Gewerbesteuerausfälle und die Kosten für den Rettungsschirm, wenn er denn überhaupt in vollem Umfang abgerufen wird, da haben wir schon erhebliche Ausgaben bzw. Mindereinnahmen. Und da sehe ich eigentlich im Moment noch keine Reaktion seitens der Verwaltungsspitze, was man damit tun möchte. Und da würden wir sicherlich versuchen, mehr umzugehen. Wie gehen wir damit um? Wir haben eine mittelfristige Finanzplanung. Da sieht es wesentlich weniger rosig aus, als das Zimmermann eben dargestellt hat, was das Geldvermögen angeht in einigen Jahren. Und ich denke, da muss man schon stärker auf diese Einnahmenausfälle und zusätzlichen Ausgaben reagieren. Das ist bisher passiert und da würden wir sicherlich auch rangehen. Herr Schumacher, gibt es aus Ihrer Sicht was aufgepoppt wäre, was Corona sichtbar gemacht hat? Im aktuellen Tagesgeschehen sicherlich nicht. Grundsätzlich muss man sich die Frage stellen, wie wird sich das weiterentwickeln? Wie wird sich das auch finanziell entwickeln in dem Bereich Gewerbesteuer, was die Stadtkasse betrifft und so weiter und so fort? Deswegen, wie ich dann auch schon zu Beginn gesagt habe, müssen wir halt gucken, wie sieht die finanzielle Lage im Herbst dann tatsächlich aus? Wie sieht die Gewerbesteuerprognose und Entwicklung aus? Wir haben für die nächsten Jahre im Monheimer Haushalt eigentlich die schwarze Null angestrebt. Können wir das mit den Spätfolgen von Corona, die wir jetzt noch nicht absehen können, halten? Wir haben eine Ausgleichsrücklage, ein Fünftel verbraten wir dieses Jahr. Aber grundsätzlich müssen wir gucken, wie wir uns dann da zukunftsweisend weiter aufstellen. Vielen Dank. Wir gehen so langsam auf die Zielgerade. Wir sind jetzt so 66 Minuten, wenn ich das richtig sehe, unterwegs. Ich würde gerne zum Schluss Sie auch noch Persönliches fragen, persönlich-politisches, nennen wir es mal so. Sie fünf kennen sich natürlich schon, Sie vier kennen sich schon untereinander recht gut. Das hat man gemerkt. In vielen Punkten sind Sie auch einig. Ich würde gerne von jedem von Ihnen hören, welche Idee eines Ihrer Mitbewerber finden Sie besonders attraktiv, einleuchtend und würden Sie gerne auch für sich und für Ihre politische Programmatik, wirtschaftspolitische Programmatik übernehmen. Herr van der Waal, was hat Sie besonders überzeugt? Was nehmen Sie sozusagen in Ihr Schmuckkästchen mit?
Also vieles dieser Ideen, die wir ja heute auch diskutiert haben, sind ja mit, hat der Herr Zimmermann ja auch korrekterweise bestätigt, mit gemeinsamen Beschlüssen im Rat gefasst worden. Also wir sind uns, was die wirtschaftliche Ausgestaltung angeht, der Gewerbesteuer oder Gewerbepolitik in Monheim weitestgehend einig. Ich glaube, da gibt es keinen Dissens drüber. Also ich würde in mein Parteiprogramm oder in das, was wir machen, gerne mit aufnehmen, noch viel mehr diese Wirtschaftsförderung für kleine mittelständische Unternehmen in Monheim, was heute schon tatsächlich auch sehr gut angelegt ist. Das ist ein sehr lobenswertes Konzept, finde ich sehr gut. Herr Zimmermann, was können Sie auch mit diesem Wahlergebnis der letzten Wahl im Rücken trotzdem vielleicht von Ihren Kontrahenten noch lernen und mitnehmen? Also mir ist sehr sympathisch auch persönlich der Ansatz der Grünen, Anreize im Verkehr auch zum Umstieg vom Auto weg zu bieten, die Investitionen in den Radschnellweg, die wir jetzt vorhaben, weitere Maßnahmen aus dem Radverkehrskonzept, das wir im Juni verabschieden wollen, auch Investitionen in ÖPNV, wir haben 50% mehr Busleistung jetzt im Netz als noch vor 5 Jahren und diesen Weg würde ich gerne auch weitergehen. Koalitionsanbahnung läuft, Herr Pöll. Dem kann ich natürlich nur zustimmen, dass wir das Radverkehrskonzept und dergleichen schnell umsetzen möchten. Das ist sicherlich eine hervorragende Grundlage, die wir letzte Woche verabschiedet haben. Nur es muss schnell, wir sind dafür, das möglichst schnell umzusetzen. Ja. Gibt es irgendwas von SPD, CDU, Peto, ja, wovon was ich explizit sagen, super Idee, machen wir mit. Super Idee, jetzt nicht ganz konkret, aber eben was nach unserer Einschätzung auch gut läuft, ist die Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Politik. Da gibt es sicherlich Reibungspunkte, aber ich denke, da ist im Moment vieles, wo die Koordination eigentlich sehr gut und die Kommunikation gut läuft, auch besser als vor einigen Jahren läuft. Und den Weg würden wir gerne weiter mitgehen. Herr Schumacher. Ich glaube, der Klimaschutz, der in den letzten Monaten etwas in den Hintergrund gerückt ist, den müssen wir etwas attraktivieren bzw. uns stärker für einsetzen, quasi einen Green Deal auch für Monheim zu schaffen. Das ist etwas, was, wo die Grünen zumindest bundesweit sehr aktiv sind und wo wir uns auch für uns sicherlich eine Scheibe abgeschnitten haben. Sie dürfen direkt am Wort bleiben. Jetzt frage ich umgekehrt, was nervt Sie total an Ihren Kontrahenten? Welche Forderung finden Sie total daneben und lehnen Sie grundheraus ab? Unter anderem die Entwicklung des Marina-Yachthafens, was der Bürgermeister bei uns protegiert mit 90 Motorjachten, eine Verbindung, Kanalverbindung zum Rhein. Ich glaube, dass die zig Millionen, die wir dafür investieren werden, die werden sich nicht auszahlen. Und wir haben hier, wie einer meiner Vorredner schon sagte, einen Gigantismus, der auf Monheim nicht passt. Und ich glaube, wir haben in Monheim andere Probleme. Herr Pöll. Ja, wenn Sie mich nach einem konkreten Projekt fragen, ist es genau das Gleiche, wo wir auch denken, das ist einfach nicht nötig, diesen See zu attraktivieren. Sicherlich sinnvoll, sind wir uns völlig einig, aber ich glaube nicht, dass wir dazu die sehr, sehr aufwendige Verbindung zum Rhein brauchen. Mit der Zerschneidung eines Biotopverbunds als ökologische Geschichte, aber auch mit mehrere Meter hohen Spundwänden, die wir da haben, die sind auch einfach nicht schön, abgesehen davon, dass ein Biotopverbund verbreitet. Und das Ganze für mittleren zweistelligen Millionenbetrag halten wir für eine Schnapsidee, offen gesagt. Vielen Dank, Herr Zimmermann. Was nervt Sie an Forderungen und Vorstellungen Ihrer Mitbewerber? Ja, eigentlich ist es, glaube ich, genau das, was wir gerade gehört haben und was Herr van der Weil auch angesprochen hat. Ich habe manchmal so das Gefühl, es fehlt eigentlich der Blick auch für die Frage, welcher Stadt wir in 20, 30 Jahren leben wollen. Und ich beantworte diese Frage nicht, dass alles so bleiben soll, wie es jetzt ist, sondern ich glaube, wir sollten politisch gemeinsam auch mehr Zukunftsvisionen entwickeln, die vielleicht auch mal erstmal nach einer verrückten Idee klingen, die es sich aber lohnt zu bearbeiten. Die Marina ist noch nicht beschlossen. Ich glaube aber, es lohnt sich erstmal in das Planverfahren einzusteigen, um auch Chancen hinterher besser bewerten zu können und dann gemeinsam auch wirklich diese Perspektive, eine Zukunftsvision für die Stadt zu entwickeln, in Kulturraffinerie, Marina, Einzelhandel. Das ist parteiübergreifend wichtig. Herr van der Weil. Ja, es ist natürlich schwer, sich die Nackenhaare. Als letzter in der Runde da nochmal jetzt einen Ansatzpunkt zu finden, aber ich glaube, ich sage es mal ganz heraus, Verstaatlichung. Also immer da, wo die Stadt, der Staat eingreift in privat oder privatwirtschaftliche Vorgänge, wo es nicht notwendig ist, da wünsche ich mir eigentlich mehr Freiheit für die Unternehmerinnen und Unternehmer in Monheim, denn die wissen in der Regel, was sie tun wollen und wie das funktioniert. Das glaube ich, ein Hauptkritikpunkt.
Vielen Dank. Bevor wir zur Schlussrunde kommen, vielleicht sowas gibt es bei Ihnen auf der Ratssitzung auch, denke ich, den Punkt Vermischtes. Ich habe noch ein paar Fragen, will aber als erstes noch mal klären, weil ein Zuschauer uns gefragt hat, was ist eigentlich mit Herrn Wölk von der FDP? Herr Wölk musste leider aus terminlichen Gründen sehr kurzfristig absagen. Wir haben ihn nicht vergessen, wir haben ihn nicht übersehen. Wir hätten ihn gerne hier gehabt, aber es war ihm leider zeitlich nicht möglich. Nur damit wir das geklärt haben, denn natürlich ist er tritt er als Bürgermeisterkandidat der FDP an. So, dann habe ich noch zwei Fragen, eine an Herrn van der Beil und an Herrn Zimmermann. Sehen Sie in Monheim Potenzial für eine Start-up-Szene zwischen den starken Standorten Köln und Düsseldorf? Herr Zimmermann, mögen Sie beginnen? Klares Ja. Wir wollen das ja gerade auch im Creative Campus entwickeln. Dort haben wir ja schon quasi den Kern auch mit Pharma, mit Forschung, mit Life Sciences. Dort sind auch in den letzten Jahren schon Startups entstanden, Ausgründungen zum Beispiel von der RWTH Aachen, von anderen Unis, die dort mit den dort ansässigen Unternehmen auch kooperieren. Und diese Kompetenz wollen wir gerne noch ausbauen. Okay, also nicht die zwei Mühlsteine, zwischen denen man zerrieben wird. Herr van der Beil? Absolut. Es ist so, ja, kann ich auch nur absolut unterstreichen. Ich gehe vielleicht noch ein Stückchen weiter. Der Herr Berghausen hatte mal das Konzept der Rheinmetropolen, gemeinschaftliches Zusammenarbeiten am Rhein, auch wirtschaftlich dort eine Metropolregion zu schaffen. Ich würde ganz gerne Monheim, was das Thema Startups angeht, zum Silicon Valley hier im Rheinland entwickeln. Das wäre eine Idee, die ich habe. Ich stelle mir vor, dass das Thema Computerentwicklungen, also sowohl Spieleentwicklungen als auch Programmierung für den Wirtschaftsbereich, einen sehr, sehr großen Zukunftsmarkt hat. Und ich kann mir auch vorstellen, dass man dort mit bereits Ansässigen, zum Beispiel Stichwort der AFOM, die Hochschule, die wir schon haben, Kooperationen betreibt, um das zu forcieren. Es sprach der Unternehmens- und Prozessberater in diesem Falle, unüberhörbar. Letzte Frage an Herrn Zimmermann und es geht um Olympia, also die gemeinsame Bewerbung Rhein-Ruhr. Wenn Sie schon so viel Geld für den von Ihnen angesprochenen Kanal und die Kulturraffinerie in die Hand nehmen, wie stehen Sie zu einer Bewerbung der Rhein-Ruhr-City um die Olympischen Spiele 2032? Kann Monheim davon profitieren und Sportstätte werden? Naja, um richtig für olympisches Rudern dann Austragungsort zu werden, ist unser Kanal mit Sicherheit deutlich zu kurz mit seinen paar hundert Metern. Die Kanu-Regatta. Aber vielleicht ja. Nochmal Spaß beiseite. Monheim arbeitet ja sehr eng mit dem Kreis, mit den anderen Städten, auch überregional zusammen im Bereich der Tourismusförderung. Wir haben da viele Angebote entwickelt und ich glaube, genau in die Richtung würde ich es auch sehen. Wir wollen noch mehr Gäste auch in der Stadt willkommen heißen können. Und dazu gehören natürlich auch Sportlerinnen und Sportler oder Leute, die sich für Olympia interessieren. Ich glaube, die Region würde davon profitieren. Okay, dann danke ich Ihnen für die lebendige Diskussion. Obwohl Sie sich in vielen Punkten einig sind, haben wir, glaube ich, doch Unterschiede herausarbeiten können oder vielleicht, sagen wir, Akzentuierungen der verschiedenen Programmatik. Wir kommen zu einer kleinen Schlussrunde und ich würde Sie bitten, einfach den Satz, der für alle gleich ist, zu vervollständigen, da wo die Pünktchen Pünktchen anfangen. Ich bin der beste Bürgermeisterkandidat für Monheim, weil, Herr Schumacher? Ich mitten im Leben stehe, ich bin gefestigt, stamme aus einer lebensechten Familie, bin im mittleren Alter und habe die diversen sozialen Kontakte in Kinder, in Wirtschaft, in Familie, in Bildung und so weiter und so fort. Von daher sehe ich mich als ideale Schnittmenge der Kandidaten. Herr Pöll, Sie sind der beste Bürgermeisterkandidat für Monheim, weil? Vieles leider aus ähnlichen Gründen wie Herr Schumacher. Also ich glaube, ich bin auch gut vernetzt. Und wo ich inhaltlich, denke ich, vieles zu leisten imstande bin, ist gerade im Thema Klimaschutz. Was jetzt Baumaßnahmen angeht, was eine Förderung angeht von Privatleuten, was Forderungen angeht in der Richtung Klimaschutz, erneuerbare Erzeugung und Nutzung erneuerbarer Energien, da würden wir einen Schwerpunkt auch setzen, natürlich nicht nur ich alleine, sondern auch meine Partei, wo uns im Moment zu wenig passiert. Aber ähnliche persönliche Gründe, wie ja Herr Schumacher gerade sagte, persönliche Vernetzung mittendrin, ich denke, das sollte bei mir auch der Fall sein. Mittendrin stand nur dabei. Herr Zimmermann, Sie können das Kandidat dann streichen. Ich bin der beste Bürgermeister für Monheim, weil... Weil ich mich in den letzten Jahren als ansprechbar, als zuverlässig erwiesen habe und auch mit einem guten Team und einem guten Programm, glaube ich, das geeignete Konzept für die nächsten 5 Jahre habe.
Herr van der Bein, Sie dürfen den Sack zumachen. Weil ich durch meinen unternehmerischen Hintergrund und auch durch die Bodenerdung, die ich habe, mich mit dem nötigen Handwerkszeug gerüstet sehe, Wirtschaft und Lebensqualität in Monheim weiterentwickeln zu können. Ganz herzlichen Dank, meine Herren. Ich wünsche Ihnen, das war ja sozusagen für Sie Wahlkampfauftakt, wenn ich das richtig sehe, dann auch noch einen lebendigen Wahlkampf in den nächsten Wochen. Die bleiben bis zum 13. September mit vielen guten Gesprächen, hoffentlich auch mit der örtlichen Wirtschaft. Und auch Ihnen an den digitalen Endgeräten natürlich herzlichen Dank für Ihr Interesse, für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihre Geduld und für Ihre Fragen. Diesen Stream können Sie dann ab morgen wieder als Video auf der IHK-Homepage sehen. Und bei der nächsten IHK-Wahlarena, das wird dann übermorgen, also am Freitag sein, da können Sie dann die Kandidatinnen und Kandidaten aus Velbert grillen und auf ihre wirtschaftspolitischen Vorstellungen hin abklopfen. Ich freue mich, wenn Sie auch bei diesem nächsten Termin wieder dabei sind. Alle Infos dazu, wie man sich da einwählt und so weiter, das finden Sie auf der IHK-Homepage, alles, was Sie brauchen. Ihnen noch einen schönen Abend, nochmal herzlichen Dank und bis bald. Bleiben Sie gesund und zuversichtlich. Danke.